So, da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge Continuum. Und ja, vorneweg, der CO2 hat uns eine Toolstation geschenkt, wo wir Hammer, Schaufel, Mähtock, alles machen können. Habe ich natürlich gleich gemacht, denn es hat sich auch ein bisschen was verändert. Und zwar, erstmal haben wir nach oben jetzt auch einen Elevator, auch nach ganz oben. Hier habe ich angefangen, Windräderstationen zu bauen. Da habe ich natürlich schon Blöcke gesetzt, die ich eigentlich in der Folge setzen wollte. Ich habe aber unten noch welche in der Kiste, glaube eins. Hier sind ein paar Bäume verschwunden, denn offscreen werde ich mich hier hinten ein bisschen austoben und ein bisschen was bauen. Ihr seht, Terra geformt ist hier auch worden. Und ja, was noch? Hier bin ich noch nicht ganz fertig mit bauen, sehe ich gerade. Da die Statuette habe ich noch gebaut von Thor. Das Wikinger-Schiff ist endlich fertig. Nein! Mist, so ein Arsch. Ja, das Loch hier habe ich zugemacht, das ist verschwunden. Was noch? Ich habe hier die Dinger umgesetzt. Wir haben Wasserräder, das habt ihr glaube ich noch in der letzten Folge gesehen. Zwischen der letzten Aufnahmesitzung und dieser sind 2 Tage vergangen. Hier sieht man es noch, ein Kinetic Dynamo hat ein bisschen was vorbereitet, auch für die Windräder. Questtechnisch ist nichts weiter passiert, bis auf die Toolstation. Und hier hinten habe ich noch ein bisschen was ausgehoben, denn da kommt ein Cobblestone Generator rein und ein Crafter, der uns Compressed Cobblestone herstellt. Ansonsten großartig nichts passiert. Ich habe Palle geholfen, Keller ausheben und so weiter, weil das ich alles offscreen gemacht habe, was so in der Folge niemanden interessiert. War noch ein bisschen Farm, das kann ich euch auch hier unten zeigen. Wie man sieht, ich habe hier keinen Stein, der nach oben geht. Lull. Hier haben wir ein bisschen was ausgehoben, also ich mit Mining Drill und Hammer. Das ist genau, wie man oben auf der Map sieht, die Chunkgröße, die wir geclaimed und laden lassen. Dann hier unten noch eine kleine Höhle mit entdeckt. Hier geht es natürlich auch noch weiter mit ausheben. Und hier sind wir auf Bedrock Höhe, denn hier kommen die Void Miner rein. Und ich entmute mich jetzt erstmal in Discord, denn der Palle ist heute mit dabei. So, Palle. Ich bin gerade eben auch erst wieder gekommen. Okay, ich habe Aufnahme gerade an. Okay. Gut. Genau, den Crafter wollte ich jetzt erst einmal machen. Und zwar den Tier 3er gehen wir direkt. Oh, dieser Bug, dass immer alles verschwindet, das nervt. Ich brauche noch Crafting Table und Redstone Torches. Okay. Ja, ich gehe direkt auf den Tier 3er Crafter. Für diesen wunderschönen compressed Cobblestone. Ah, okay. 2, 4 brauche ich insgesamt 6 Stück. Dann war das, glaube ich, einmal so. Nee. Ah, okay, Eisen, Goldnuggets und blaue Farbe. Müssten wir ja noch alles haben. Goldnuggets und Eisen. So, die kommen dahin. 1, 2 und der Tier 3er läuft. Das da rein, das Holz kommt wieder dahin. Jetzt brauche ich. Scheiße. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie der abgebaut wird. Spitzhacke? Nee, das soll ja automatisch passieren. Ich glaube, das geht mit dem. Warte, wie hieß das Ding? Mit dem Transfer Node für Items, wenn ich da noch so ein. Dings ran mache. Ja. Aber die
dass die Upgrades da funktionieren, dafür brauchst du GB. Also GB. Die bekommst du nur durch eine, entweder durch eine Wassermühle oder Windmühle, meine ich. Ich brauche das Upgrade Mining Power 0,0 GP. Okay. Weil es gibt halt auch Upgrades, dafür brauchst du GP. Ich muss aber als erstes den Resonator bauen. Obsidian, Dust und Quartz Enriched Eisen. Brauche ich Molten Lumium und Sludge. Ja gut, dann hat sich das erste Mal erledigt. Oder gibt's noch was anderes, was abbaut? Das ist der Satellitenterminal. Ne, der baut definitiv nichts ab. Utilities hier. Gibt es auch nichts, was abbaut. Blockbreaker. Gibt's den? Nee. Doch, der Autobreaker. Saphirplatten. Saphir Dust. Small Pile of Saphir Dust krieg ich aus Saphirerz. Oder müsste, glaube ich, auch aus Saphiren gehen. Haben wir da welche? Ja, da haben wir welche. Hier. Warte mal, ich habe doch Saphire. Bin ich bescheuert? Kann ich die Platten hier nicht einfach... Na klar, im Compactor. Kann ich die Saphire reinschmeißen. Kompressor. Reaktor, Alloy-Smelter, hallo? Haben wir keinen Compactor? Nö. Leck mich doch am Arsch, ey. Long Range Breaker, nein. Phantom Breaker, nein. Ich will den haben. Das muss ich dann auch wieder Chromplatten, Titaniumplatten, ja gut. Muss, nee. Gut, dann hat sich das erste Mal erledigt. Schade aber auch. Ja, aber ich habe schon mal den Crafter. Dann mache ich jetzt aber auf jeden Fall die Windräder. Mach das. Da. Hammer 4 oben. Es passt doch, glaube ich, immer zwei Windräder an den Kinetic Dynamo ran. 2, 4, 6. Da haben wir noch sowas. Da haben wir 25 davon. Das und das brauchen wir noch. Und das hier. At Immersive. Das sind 5, die reichen nicht aus. 13, ich brauche 16 dafür. 15, ach komm, das eine kriegen wir auch noch hin. 16. 2 Eisen. Ja, haben wir 6 Windräder. Läuft. Und tschüss, es ist Nacht.
Jetzt brauche ich noch Blöcke. Ich vergesse mal die Hälfte des Cotton Level ab. Kotzt mich so an. Nehme hier Nether Rock. Dran. Moment mal, wieso kann ich die da nicht ranbringen? Was denn? Die Tuck Fabrics an das Windrad. Ach nee, warte mal, ich muss die doch noch zu den Windmill Sails zusammen craften, nicht Dulli. Ach man. Wenn man schon weiß, was zum einen fehlt, dann ist das immer sehr hilfreich. Oh Gott, wie macht man die nochmal? So. Ich achte, das reicht gerade mal für eins. Egal, eins ist besser als keins. Genau. Davor kann ich doch jetzt noch eins setzen. Ja. Wird's aber wieder umso langsamer. Da lassen wir das so. Das ist produktiver. Dann die Mitte ist das hier. Ich habe endlich das gewünschte freie Modifier auf der Picke. Applaus. So, das kommt dann da nach unten. Auf der Rückseite kommt noch ein Windrad dran. Dich jetzt drehen, genau. Und dann kommt hier noch eins. Der Dynamo. Das Windrad. Ran. Setzen wir hier die Dinger auch gleich noch. Und so wie ich mich kenne, sterbe ich gleich wieder. Ist nicht gut. Und im Hintergrund macht das Handy von meinem Sohn Geräusche. Das habe ich gehört. So.
So, das geht dann hier in den Boden rein. So, da muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das dort zubaue. 1, 2, 3 zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, das 14. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, das 14. Läuft. Das andere war irgendwo da hinten. Müsste hier gewesen sein. Oh. Sein. Für was? Ich suche gerade das andere Cable. Dazu nehme ich schon wieder die halbe Base auseinander. Merkwürdig. Da hinten? Lol. Oh, du kommst genau an der Wand raus. Läuft. Das passt doch immer. Nee, in dem Falle nicht so wirklich. Das ist dann nicht gut. Kabel und Dreck. Naja, weil ich nicht weiß, ob dort was hinkommen soll. Eigentlich sollen hier oben, wo ich die Cables rauskommen, nur Heavy Machines hinkommen. Ach so, da. Egal, das mache ich offscreen dann zu. Das alles rein. Aber hier oben haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal Strom. Die Maschinen hier oben werden jetzt momentan sowieso nicht genutzt. Jetzt ist leer. Ansonsten, ich kann auch die Tanks hier aufbauen. Und da fehlt noch ein Tank. Schön. Haben wir noch Obsidian? Nö. Außer die hier. Zwei.
Da hinten haben wir noch was. So, wieder zwei Tanks und dann kommt das hier noch. Und das müsste jetzt die Fluid soll da hier raus und da rein. Das heißt, ich muss die Verbindung so setzen. Jo. Der macht's ohne, dass ich irgendwas reinhauen soll. Das ist nice. Dann stellen wir noch so ein Fluid-Teil her. Da zwei Eimer. Das kriegt man hin. Hier Pipes Hammer. Die Eimer haben wir hier. Dann ein Copper Electron Tube. Hammer noch. Dann ein Refined Circuit Board. Haben wir das? Haben wir nicht. Haben wir tatsächlich nicht. Das wird gemacht aus Eisen und Redstone. Ich hoffe, es passen zwei dahin. Ansonsten haben wir ein Problem. Jetzt muss ich den hier nochmal umbauen. Vorsichtshalber. Da ist der Hammer und der Quarz hat da nichts zu suchen. Ach hier kommt Scheiß drauf. So, ich gehe auf Nummer sicher. Ich reiß den gleich immer komplett ab. So, dann Tank dahin. Da muss ich dann noch welche holen. Und zwar brauche ich noch vier Tanks dann. Stopp mal, das können wir doch anders regeln hier. Ich wäre ja nicht eig, wenn ich nicht auf den Kopf gefallen wäre. Da hast du recht. So, und dann kommt hier dazwischen der Mini-Killen. Haha! Die Villager geben mir recht. Dann einer dahin und die Leitung dazwischen. Ja. 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 Sieht nice aus.
Das wird weniger, das wird voll geil. Muss ich mir noch überlegen, wie man das später abpumpt. Ja, das da rein, das kommt dahin zurück. Fackel kann da rein, der Cobblestone kommt dahin.